Wir haben wieder mal eine interessante Uhrzeit, sehe ich gerade. 1, 2, 3, Polizei. 1, 2, Polizei. 3, 4, noch ein Bier. Nee, kennt ihr alle nicht mehr. Oder die meisten, vermute ich. War ein dummer Disco-Hit in den 90er. Ich glaube, es war in den 90er. Hm, jedenfalls viel zu lange her. War, glaube ich, ein Holländer, der Deutsch gelernt hat mit diesem Reim, irgend sowas. Mann, an was man sich da teilweise erinnert. Unsinnige Information, die kein Mensch braucht. Forschung. Illyrium wäre bald fertig. Was wollen wir wetten abschließen? Was passiert als nächstes? Ich würde sagen, Exalt. Ihr könntet zum Beispiel noch auswählen, Ufer abschießen. Vielleicht passiert auch gar nichts. Illyrium, 4 Tage. Grabung abgeschlossen. Ich hab's gewusst mit dem Exalt. Ich hab nicht vorgeladen. Ich hab nicht vorgeladen. Ganz ehrlich nicht. Sabotage durch Exalt hat unsere Bargeldreserven um 78 verringert. Ich glaube, die nehmen immer 50%. Kann das sein? Die Exalt-Zelle wurde enttarnt, wird aber schon bald wieder in den Untergrund abtauchen. Ist eigentlich ist es günstiger, komischerweise. Wenn wir uns jetzt überlegen, ich glaube, das Scannen würde mich 100 Credits kosten. Und das kostet mich 78. Dafür habe ich hier eine 100%ige Chance. Also, es hat sich eindeutig mehr gelohnt. Aber die ist komischerweise im Land. Ja, okay, ich suche hier die Basis. Nee, ist okay. Ich suche hier die Basis. Ich könnte eigentlich auch mal dich schicken. Oder den Longshot. Ich glaube, wir schicken den Longshot. Hören Sie auf, uns die Zeit zu stehlen und bewegen Sie Ihre Ärsche daraus. Wir geben ihm noch ein Ohr. Nee, das ist der falsche. Entschuldigung. Gleich wieder überspringen. Präzisionsschuss, Truppsicht, verkrüppelter Schuss, Opportunist, echt guter Boden, Scharfschützenabzeichnung. Du bist mein Mann. Oder? Dann hätten wir noch zur Datenliste. Geht das? Ach, so geht's auch. Wäre ja viel einfacher. 2 Scharfschützen in der Krankenstation. Und einer ist noch hier. Okay, dann bist es du. Es gibt nur dich. Wille 53, was für einen schlechten Wert. Bewaffnung. Kurz nochmal überprüfen. Laserpistole, wir geben dir noch eine Alien-Granate. So. Komm, du schaffst das. Hallo? Ach, ich Idiot. Jetzt, wo wir die entsprechende Feuerkraft haben, glaube ich, können wir sie erledigen. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exalt-Zelle zu sprengen in den Vereinigten Staaten. Du kannst an mich glauben. Ich würde jetzt sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann starten wir auch Satelliten. Und zwar Australien, logischerweise. Gewinne ich noch mehr Ingenieure. Satellit gestartet. So. Dann Länderboni. Im Moment kann ich wie viel noch starten? Noch 2. Okay. Also hier gibt es keine Länderboni. Jetzt wird es wirklich ernst. Hier wird es einen Länderboni geben. Hier wird es einen Länderboni geben. Vom Geld her, das gibt 100 Credits. Das gibt 70. Gibt 80. Gibt 80. Also bisher bist du ein ganz klarer Favorit. 100 und 100. Okay, dann würde ich sagen, tatsächlich, wir starten in Großbritannien. Dann bekommen wir Bonus-Expertenwissen. Monatliches Budgeterhöhung 100 plus im Start überwachen wir 4 von 4 Ländern in Europa. Satellit gestartet. Vollkommene Abdeckung. Und dann würde ich sagen, wir nehmen auch noch China. Damit gewinnen wir noch mehr Ingenieure. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Sehr schön. Zentren erforderlich. Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können?
Waffenfragmente haben wir extrem viele. Ich frage mich langsam, ob wir jemals hinter den Grund für all das kommen werden. Okay. Warten wir. Lauschen wir dem Bericht vom Illyrium. Ich hoffe mal, es kommt kein Einsatz dazwischen. Illyrium. Forschungsbericht E-115. Ist das ein Nahrungszusatz oder wie? Kann man das essen? Bah. Nachdem wir das merkwürdige Material, das wir in dem Alien-Schiff gefunden hatten, komplett analysiert haben, ist völlig klar, dass es keinem Element ähnelt, das auf der Erde vorkommt. Seine Atomstruktur hat die ungewöhnliche Eigenschaft, gewaltige Energie mit extremer Effizienz zu produzieren, wenn es mit beschleunigten Partikeln beschossen wird. Die Anwendungsmöglichkeiten wären grenzenlos, doch im Moment konzentrieren wir uns auf die Bereiche Antrieb und Energieversorgung. Dieses Element kommt allerdings in unserem Sonnensystem nicht vor, sodass wir mit unserem begrenzten Vorrat sparsam umgehen sollten. Persönliche Anmerkung von Dr. Whalen. Man muss sich das mal klar machen. Alleine dieses eine Element hat das Potenzial, die Energieversorgung und damit die gesamte Weltwirtschaft auf den Kopf zu stellen. Wenn wir eine Quelle für dieses Material finden könnten, wäre unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in einem Jahrzehnt Geschichte. Dieses Element herzustellen übersteigt unsere Fähigkeiten. Wir können nur verwenden, was wir in Raumschiffen und Stützpunkten der Aliens erbeuten. Projekt verbesserter Pulsbogen in der Gießerei verfügbar. Projekt geschelliertes Illyrium in der Gießerei verfügbar. Okay. Verbesserter Pulsbogen. Wenn wir die Energie unserer Pulsbogen erhöhen, sollte das die Betäubungschance im Kampf signifikant erhöhen. Geschädigtes Illyrium. Illyrium in taktischen Situationen einzusetzen ist sehr riskant. Ohne einen ausreichend dimensionierten Regulator und passende Brennstoffkontrollsysteme wäre es zu gefährlich, Illyrium in unseren Flammenwerfern zu verwenden. Mit ein paar zusätzlichen Investitionen aber könnten wir eine Formel entwickeln, um die Effektivität unserer Flammenwerfer zu erhöhen, ohne unsere eigenen Soldaten zu gefährden. Schön. Eindeutig Plasmagewehr. Ich brauch's jetzt, also dringend. Ein erstaunliches Stück Technik. Ein Gewehr mit anscheinend völlig normalen Abmessungen, aber einem kompletten Plasmagenerator im Stutzen. Selbst unsere modernsten Kraftwerke sind weniger effizient als dieses, als dieser kleine Kasten. Unbedingt. So. Wir hätten noch 78 Credits. Damit fangen wir jetzt nichts an. Satellitenabdeckung nun verfügbar über. Satellitenabdeckung verfügbar über China. So, Übertragung entschlüssen. Der Rat von Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Immer den gleichen Text. So, XCOM-Projekt. Monatsbericht Juli 2015. Ich bekomme 1225 Credits. Das ist natürlich, ich glaube, von der Rechnung her, bevor die Kosten kommen. Also, das sind jetzt leider nicht so viele, wie ich das erhoffe. Wissenschaftler bekomme ich plus 7, Ingenieure plus 5. Ratseinsätze ausgeführt, 1 Terroreinsätze gestoppt, 1 Entführung vereitelt, 1 Satelliten gestartet, 3 Forschungsprojekte abgeschlossen, 7 und UFOs gestürmt, 1. Ich habe den kompletten Bonus in Nordamerika und in Europa. Sehr schön. Sieht positiv aus. Das heißt, wir machen hier weiter. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ich würde es ja gerne sein lassen, aber du drängst dich ja immer auf. Dann gehen wir ins Lagezentrum. Schauen wir nochmal kurz. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Wir haben 2 Satelliten. Und das heißt, wir brauchen noch 2. Noch 2 Satelliten brauchen wir. Dann hätten wir die Abdeckung komplett. Das ist wichtig. Das heißt, ich gehe. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das bedeutet, ich baue sofort 2 Satelliten. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Wir haben 952 Credits. 2 Satelliten, das heißt, wir hätten noch 842. Machen wir. Mindestens mal den Teil erfüllt. Dann gehen wir in die Einrichtung bauen. Satellitenkontrollzentren. Jetzt habe ich, glaube ich, ein kleines Überlegungsproblem, oder? Lass mich mal kurz überlegen.
Mach's doch. 2. Es wäre 3. Das wären 3. Das heißt, ich muss dann wegen einem tatsächlich nochmal bauen. Oder ich könnte... Satellitennexus kann ich nicht machen wegen den Ingenieuren, wegen den Fehlern. Schade. Schade. Das wäre natürlich auch genial gewesen. Schade. Einfach nur schade. Also ich muss jetzt tatsächlich ein Satellitenkontrollzentrum noch so bauen, dann kann ich nochmal 3 abschießen. Fehlt mir am Schluss noch ein einziger Satellit. Das ist jetzt blöd. Das ist wirklich blöd. Ach komm, dann halt. Satellitenkontrollzentrum. Ich muss es machen, mir fehlt die Ingenieure. Du wirst nicht lange stehen, das kann ich dir jetzt schon versprechen. So, 342. Dann gibt's noch Genlabor. Würde ich sagen, machen wir hier hinten den Laborteil. Hier hätten wir Dampf. Also ich könnte hier ein Dampfkraftwerk bauen, aber ich habe ja nicht, keine direkten Energieprobleme. Und hier wird es ja auch noch Dampf geben. Das heißt... Das Psy-Labor zählt doch als Labor, oder? Mit dieser Einrichtung können wir die latente Psy-Fähigkeiten unserer Soldaten entdecken und trainieren. Falls sie solche Fähigkeiten besitzen, steigt ihre Stärke, wenn sie sie im Einsatz nutzen. Ansonsten... Ich würde schon sagen, wir machen tatsächlich beide. Schade ist halt, ich habe dann schon wieder kein Geld. Aber gut, da müssen wir durch. Psy-Labor! 542 noch. Und das Genlabor kostet mich... Das kostet mich ja gar nicht viel. Okay. Energie reicht sogar. Ja, aber das Problem ist... Moment mal. Das ist blöd. Das ist richtig wieder... Richtig, richtig blöd. Ach du Kacke. Moment mal kurz. Dann schaue ich was anderes nach. So, XCOM Datenbank, Forschung, Psy-Labor, wo ist es? Ich will das Psy-Labor. Technikabteilung, Gegenstände der Satelliten, Ausschlachtung, Gebäude im Verbund, genau. Manche Gebäude liefern zusätzliche Vorteile, wenn sie an Einrichtungen des gleichen Typs angebaut werden. Eine angrenzende Werkstatt bringt bei der Fertigstellung von Objekten Rabatte auf Bargeld, Illyrium und Metalllegierungen mit sich. Ein angrenzendes Labor beschleunigt die Forschungszeit um 10%. Ein angrenzendes Satellitenkontrollzentrum verringert die Bauzeit für Satelliten um 2 Tage. Über das Forschungslabor kannst du die aktuellen Prioritäten des Forschungsteams basierend auf deinen Zielen festlegen. Bei jeder aufgeführten Forschungsoption... Egal. Schade. Ich hätte gerne jetzt nämlich gewusst, ob das... Das Psy-Labor als Labor zählt, vom Verbundboni her. Wenn es so wäre, würde ich nämlich jetzt hier direkt was anbauen. Da ich das jetzt aber nicht weiß, baue ich es hier an. Ach, mir geht das Geld schon wieder flöten. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Mist? Kosten des Erdwärme. 200 Credits. Ach komm, dann halt. Wobei, eigentlich habe ich diesen Monat ja noch keine Probleme, also. Aber die Zeit, die Zeit arbeitet gegen mich. Okay, wir bauen zumindest mal das Genlabor hier hinten. 3 Energie, diese Erweiterung des Forschungslabors ermöglicht es uns, unsere Soldaten genetisch zu modifizieren. Diese Anlage zählt als Labor, was den Verbund betrifft. Komm.
Geht Labor. Kann ich jetzt noch einen Lift bauen? Nee, seht ihr? Wegen 2 Energie geht's nicht. Also ich brauche ein Kraftwerk. Also ich muss auf jeden Fall ein Kraftwerk bauen, weil wenn ich ein Kraftwerk nicht baue, dann kann ich ja hier unten den Lift nicht bauen und hier nicht ausheben. Also gut, Erdwärmekraftwerk. Was kostet eigentlich ein normales Kraftwerk? 60. Nee. Weißt du was? Mach mir ein normales Kraftwerk. Weil dahinter gibt es immer noch Dampf. So. Also, wir haben gebaut Genlabor, Satellitenkontrollzentrum, Kraftwerk, Psylabor. Sehr schön. Und wir haben noch 432 Credits. Dann gehen wir in die Gießerei. Überlegen uns, was wir da machen könnten. Taktische Halterung ist genial. Also, muss ich eigentlich machen. Oder halt... Oder halt die geformte Rüstung. Aber das würde ich eigentlich... Nee, komm. Wir machen taktische Halterung. Also die taktische Halterung, nur kurz vorlesen. Die verstärkten Anforderungen an die taktische Flexibilität haben uns dazu gebracht, taktische Trage- und Befestigungssysteme zu entwickeln, die zu allen Individualschutzsystemen für XCOM-Soldaten kompatibel sind. Dadurch können Soldaten einen zweiten Ausrüstungsgegenstand mit ins Gefecht nehmen. Unbedingt. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Dringendste. So. Jetzt hätten wir noch 232. Damit könnten wir gedieftes Illyrium, kostet 200 Credits. Nee. Tarnsatelliten, nee. Pistole wird langsam auch interessant. Aber 75, 150. Munition sparen. Wenn ich mir überlege, was ich eins hier nachlade. Den Jungs in der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Kampfstimulantien? Nee. Ich glaube, ich spare das noch. Und setze es dann später ein. Komm, das sieht alles gut aus. Ganz kurz noch in die Kaserne. Soldaten anzeigen. Hätten wir genug? Ja, wir hätten genug. Komm. Orden haben wir noch zu verteilen. Und zwar die Verteidigernadel. Verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Den verleihen wir noch. Und zwar... Also Scharfschützen brauchen die nicht. Würde ich ihnen den zweiten Unterstützer noch mitgeben. Ist wichtig. Dann hätten wir 2 Unterstützer, die ja... nie in Panik verfallen. Das heißt, sie heilen sich oder können immer heilen. Das ist positiv anzumerken. Wir hatten 245 Mails noch. Hoffen wir, das klappt alles. Okay. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Australien. Spion bereit. Spion ist bereit zur Abholung. Ignorierst du die Mission, stirb da. Machen wir nicht. Wie immer. Unser Spion ist bereit zur Abholung. Er hat Geheimdienstinformationen über den Standort des Exo-Stützpunktes, also hat das oberste Priorität, sicher zur Basis zurückzubringen. So. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Du kannst eigentlich gleich mal das Ganze abbrechen. Du bist schon... Du bist auch Colonel. Das heißt, du würdest ja nicht mehr steigern. Das heißt, dich entfernen wir. Du bist Captain, Colonel, Soldat, Leutnant, Colonel. Nochmal eine Colonel. Das heißt, dich nehmen wir auch weg. Du bekommst ein Sturmgewehr. Splittergranate. Du bist auch weg. So. Das heißt, hier kommt Unterstützer, der Magic Man. Haben wir, Moment mal, Sturm, schwer, ach, wir haben schon einen, okay. Dann nehmen wir, hätten wir noch einen schweren, Mechkämpfer hätten wir wieder. Ich glaube, der bringt sogar was hier, weil die stürmen ja meistens eher gedankenlos hierher.
würde sagen, wir nehmen ihn wieder mal. Bewaffnung. Wird es was? Die Railgun. Genau. Du machst mit der Minigun 4 bis 6 Schaden und mit der Railgun 6 bis 8. Also komm, Railgun. Können wir das auch zeichnen? Wobei, mal kurz mal. Genau. So, Railgun. Hier können wir nichts ändern. Noch nicht. Sonst siehst du gut aus. So. Jesus Gott, bist du groß. Du bist eigentlich einsatzbereit. Du wärst einsatzbereit, oder? Du bist nicht einsatzbereit. So. Jetzt sieht es besser aus. Dich sehe ich. Doch, du hast doch eine Pistole, oder? Pulsbogen bringt bei dir wenig. Das heißt, wir geben dir, da du ja Nahkämpfer bist, eine Alien-Granate mit. So. Und als letzten nehmen wir, ich will eigentlich gerne nochmal einen schweren nehmen. Haben wir noch einen schweren? Hier. Du bist aber im Einsatz. Ach nee, okay, unser zweiter schwerer ist tatsächlich... Nee, hier, aktiv. Da ist noch einer. Du bekommst einen schweren Laser. Das gibt's ja nicht. Raketenwerfer ist klar. Du bekommst einen Scope. Und jetzt muss ich wieder nach einer Rüstung suchen. Du bist im Einsatz. Du bist im Einsatz. Dich brauche ich nicht. Du bist aktiv. So. 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 Jetzt kommen wir der Sache wieder näher. So. Gut sieht er aus. Ich denke mal, das funktioniert so. Wir haben den Cyclops, den Magic Man, also Unterstützer, den Scharfschütze, die Conny Can. Aber ich überlege mir gerade, soll ich die... Ich müsste eigentlich den zweiten Scharfschützen nachziehen. Wen hätten wir denn noch? Der wäre eigentlich auch bald so weit. Okay, komm. Bearbeiten. Bewaffnung. Wobei, du bekommst eigentlich... Nee. Du darfst tatsächlich in dieser Mission auch noch mitmachen. Komm. Gar nicht lange überleben, die... Episode geht eh schon zu lange. Ich habe mir gerade überlegt, sie auszuwechseln und habe dann gemerkt, nee, das ist ja die, die noch mehr Willenskraft und so weiter bekommt pro Einsatz, wenn niemand fällt. Und ich glaube, da ist sie noch nicht ausgebaut. Ich muss sie mir später genauer anschauen. Transporter ist eingetroffen. Holen wir unser Geld zurück. Wir sollen eine Exalt-Zelle ausschalten, die derzeit auf US-Gebiet operiert. Wir müssen unsere Agenten in diesem Gebiet schützen, um an die nötigen Aufklärungsdaten zu gelangen. Operation Blinder Partner, Spionabholung. Unser Spion ist bereit zur Abholung. Er hat Geheimdienstinformationen über den Standort des Exol-Stützpunktes, also hat es oberste Priorität, sicher zur Basis zurückzubringen. Einsatzziel: Treffen Sie sich mit unserem Spion. Ihr entsandter Kämpfer muss sich in zwei Exol-Kommunikationsanlagen hacken. Wenn die Informationen gesichert sind, bringen Sie unser Spion in Sicherheit. Die Exol-Truppen auszuschalten ist kein vorrangiges Ziel. Das ist in dem Fall wieder so eine Mission. Tipp: Soldaten müssen keine Wundheilungszeiten überstehen, wenn der erlittene Schaden kleiner ist als die Gesundheit, die ihre Panzerung bietet. Das ist eine interessante Information. Okay. Exor-Truppen haben einen unserer Agenten überrascht, als er sich gerade in eine feindliche Funkrelaisstation gehackt hat, um an geheime Daten zu kommen. Strike One muss da rein und die Feinde in dem Gebiet ausschalten, damit unser Mann an die Daten aus den restlichen Relaisstationen rankommt. Er ist unsere einzige Hoffnung, an diese Daten zu gelangen. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ziele wurden aktualisiert.
Interessant. Also die Mission ist klar. Die Verteilung ist auch nicht schlecht eigentlich. Ich glaube, der kommt tatsächlich einmal hierher. Eventuell. Und auch sonst dürfte es eine interessante Mission werden. Denke ich mal. Ich hoffe, ich verspreche euch nicht zu viel. Wir sehen uns ja in der nächsten Episode. In dem Sinne, auf bald!